17.000 Quadratmeter mitten in Schwabach. Auf einem ehemaligen Fabrikgelände soll ein neues Wohnviertel mit dem schönen Namen Stadtgold entstehen. Dass hier Wohnungen hin sollen, dafür sind alle. Nur in welcher Ausführung, da scheiden sich die Geister. Die Anwohner üben Kritik an den Plänen, die der Stadtrat mit einer Stimme Mehrheit nun bewilligt hat. Das Interessante an dem Plan ist, dass in dem Plan noch alle Bäume, die hier an der Kreuzung stehen, als zu erhalten eingezeichnet sind. Die werden aber alle gefällt. Das ist alter Baumbestand, von der Größe und von der Tiefe auch der Verwurzelungen so, dass da unheimlich viel CO2-Abbau auch passieren kann. Dazu kommt, die Meierhöfers, die angrenzend ans Baugelände im Garten selbst einen alten Baumbestand haben, dürfen diese Bäume nicht mehr fällen und alles bebauen, denn ihre Bäume sind geschützt. Und es gibt noch mehr Sorgen. Es gibt keine Verkehrsplanung für das ganze Gebiet. Und damit ist es klar, dass wir jetzt schon Parkplatznot haben und die noch größer wird. Mit 5 bis 6 Stockwerken seien die geplanten Häuser auch 6 Meter höher als die Fabrik, die vorher hier stand. Und würden sich nicht mehr in die Umgebung mit ihren Einfamilienhäusern einpassen, so die Kritik der Anwohner. Sie fühlen sich von der Stadt übergangen. Wir haben vor einem Jahr, am 27. August 2023, haben wir Einspruch gegen die Dinge, die uns stören an dem ganzen Bauvorhaben, ans Stadtbauamt geschickt. Und wir haben bis heute keine Antwort gekriegt. Ein bisschen später treffen wir diese beiden Stadträte. Sie gehören zu den Befürwortern des Projekts. Für sie zählt, dass hier neuer Wohnraum entsteht. Denn mehr als 1.500 Suchende stehen allein auf den Listen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Das hier wird ein Projekt mit etwa 200 Wohneinheiten und es wird vor allem das größte Projekt mit gefördertem Wohnbau in ganz Schwabach und ich glaube weit darüber hinaus, nämlich einem Anteil von ungefähr 120 von diesen 200 Wohnungen. Wir sind im innerstädtischen Bereich am Rande der Innenstadt. Wir sind nahe an allen Verkehrsmitteln und wir recyceln letztendlich eine alte Gewerbefläche, wo es auch immer heißt, bevor ihr in die grüne Wiese geht, geht halt bitte auf alte Gewerbeflächen und genau das tun wir hier. Die alten Gewerbeflächen hätten einen Versiegelungsgrad von 80% gehabt. Das neue Wohnquartier hätte nur noch 50 bis 60% Versiegelung, auch wenn dafür die alten Bäume fallen müssten. Und so ist das Quartier Stadtgold in Schwabach ein typisches Beispiel dafür, dass es bei Neubauprojekten immer viele verschiedene Interessen gibt. Ob die neuen Wohnungen wirklich für alle später mal golden glänzen, die Zukunft wird es zeigen.